Thomas Tuchel wirkt ein wenig angespannt. Pressekonferenz vor der Europa-League-Qualifikation beim Wolfsberger AC. Es ist sein Pflichtspieldebüt mit dem BVB und für den Verein von großer Bedeutung. Nach der verpatzten Saison ist die Euroleague mehr als nur eine Trostrunde. Der Druck demnach enorm. Die Ausgangslage ist natürlich so, wie sie mein Kollege geschildert hat. Ja, wir sind der Favorit, natürlich. Dementsprechend gibt es auch ein paar, finde ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch ein paar Widrigkeiten, die wir nehmen müssen. Eine Widrigkeit ist zum Beispiel, dass wir die klare Favoritenrolle haben, dass wir extrem viel in Anführungszeichen zu verlieren haben, wenig zu gewinnen. Unser Gegner hat alles zu gewinnen. Tuchel kommt das Spiel nicht gerade gelegen. Der BVB muss als erster Bundesligist die Sommerpause beenden. Er hätte sein Team lieber länger auf die neue Spielzeit vorbereitet. Schließlich braucht es Zeit, bis die Mannschaft seinen Stil, der mehr auf Ballbesitzfußball beruht, vollständig adaptiert hat. Wir haben so die Widrigkeit, dass wir eben erst 4 Wochen zusammen sind und die Wolfsberger schon zwei Quali-Runden gespielt haben und 2 Runden in der Meisterschaft, also schon 4 Pflichtspiele haben. Für Tuchel ist von Bedeutung, dass seine Handschrift so schnell wie möglich zu erkennen ist. Die Vorbereitung verlief gut. Von Jürgen Klopp war unter den Spielern kaum noch die Rede. Diese positive Stimmung soll nun die nötigen Erfolge bringen. Es wird auch wichtig sein, dass wir eine gute Mischung finden zwischen der Anspannung und auch einer gewissen Lockerheit, dieses Spiel auch zu spielen.